Ha, Lilo, heute mal ein praktisches Beispiel zu Draft Site. Der eine oder andere fragt sich, wofür brauche ich das? Ich habe doch mal Programme. Es könnte sein, ihr braucht mal eine technische Zeichnung. Beispiel. Dieses Logo soll auf eurem Motorradtank, ja, eine Folie in Weiß, soll natürlich genau drauf passen und eine schöne scharfkantige Kontur haben. Und derjenige, der die Folie ausschneidet, hat ein Gerät dafür. Dieses Gerät kann DWG und DXF-Dateien abarbeiten, sodass die Kontur von dem Schneidwerkzeug, das die Folie ausschneiden soll, genau diesen Linienzug hat und aus einer vorhandenen Folie dieses weiße Eidechschen ausschneidet. Das soll jetzt mal unser Beispiel sein. So, jetzt sagt der, wunderbar, wenn ich das alles selber machen muss, kostet die Folie 100 Euro, weil ich muss mir ja Mühe geben. Oder du stellst mir eine DWG-Datei zur Verfügung, dann kostet nur 20. Gut, wie machen wir das? Gehen wir mal auf Bilder. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar, die Eidechse habe ich hier als PNG-Datei schon mal vorbereitet, sehe ich hier als Vorschau. Zack. Kann ich hier einfügen, einen Punkt anklicken, Linksklick, aufziehen. Na, ihr seht, das Format ändert sich. Ich weiß noch gar nicht, wie groß es wird. Ist erstmal egal. Gut, jetzt habe ich meine Eidechse hier drin. Also dieses schwammige Bild. Wenn ich mich jetzt anzoome, sehe ich, wo das Problem von dem Folienausschneidemensch besteht. Der hat eine schwammige Kontur. Er hat für seine Maschine kein Koordinatensystem, wo die Maschine genau weiß, ich muss hier lang fahren. Jetzt machen wir Folgendes. Gut, wir machen erstmal uns eine Linie, die sich deutlich von dem Rest abhebt, zum Beispiel knallrot. Ja. Und die Liniendicke machen wir mal richtig schön dick. So, diese Linie würde ich aber noch nicht so dick sehen. Ich muss nämlich noch was machen. Was muss ich denn machen? Das Format Linienstärke will ich hier sehen. Und zwar muss ich dann anklicken, dass die Stärke im Grafikbereich angezeigt werden soll. Sonst habe ich nämlich nur dünne Linien zu sehen. Anwenden. Okay. Beispielsweise der Rahmen, der um mein Bild war, ist jetzt richtig schön dick. So, der war vorher weiß. Jetzt sollen die zukünftigen Linien, die ich jetzt male, rot werden. Jetzt müssen wir hier die Kontur mal nachmalen. Ich klone quasi so ein bisschen. Ich habe hier zum Beispiel den Befehl, der aussieht wie ein Bogen mit drei gelben Punkten. Nun, dieses Symbol sagt uns schon, was wir machen sollen. Ja, wie ist das jetzt hier mit diesen Optionen? Fangen, Raster und so weiter. Zum Beispiel, wenn ich Raster einschalte, sehe ich hier noch so Pünktchen. Ja, die könnte ich zum Beispiel nehmen, wenn ich was Eckiges habe, um mit Fangen genau, ihr seht, hier springt jetzt meine Maus von Punkt zu Punkt, um genaue Koordinaten in diesem Fangraster zu fangen. Ja, will ich aber hier nicht. Ich breche mal ab mit Escape. Ja, so, abbrechen steht hier. Und wir wollen nicht von Punkt zu Punkt springen. Ich schalte das Raster mal aus. Wir wollen auch nicht orthogonal zeichnen. Ja. Orthogonal wäre von dem Punkt. Gut, hier ist immer noch Fangen eingestellt. Das will ich gar nicht. Fangen ausschalten. Jetzt kann ich hier frei mich bewegen. Fangen ausgeschaltet. Raster ausgeschaltet. Ich kann einen freien Punkt im Raum definieren. So. Wir sehen, wir haben eine dicke rote Linie. Damit malen wir hinterher drüber weg. Mit Escape kann ich den Befehl wieder abbrechen. Würde ich jetzt aber eine waagerechte Linie trotzdem wollen, kann ja sein, dann gehe ich auf Otto. Nicht Otto, sondern Otto. Der malt genau senkrechte und waagerechte Linien. Gut, wenn ich jetzt eine genaue Länge haben wollte, von der Linie, zum Beispiel senkrecht hoch, ich sage jetzt mal 20 mm, dann gehe ich hier in das Befehlsfenster und sage beim nächsten Punkt Add. Ja, ganz wichtig, Add. Ich mache das jetzt mal, damit man das hier besser sieht. Hier drin ein Add, das bedeutet, nimm quasi relativ zu dem Punkt, wo ich bin, eine Koordinate. Wichtig ist jetzt Punkt- und Kommaschreibung. In X-Richtung will ich 0, ich will nur nach oben. Dann kommt das Komma, das trennt X und Y. Deshalb darf jetzt bei dem Wert, den ich jetzt schreibe, oder dem, der vor dem Komma steht, halt kein Komma stehen.
Zum Beispiel will ich jetzt 20,5 mm nach oben, ja? Dann müsste ich das so schreiben. Und wollte ich in x-Richtung 10,3, dann müsste ich 10,3 mm schreiben. So könnte ich sagen, bewege dich von dem Punkt 10,3 mm in x-Richtung und in y-Richtung 20,5 mm nach oben. Ja, könnte ich so sagen. So ist das Format. Gut, wollte ich hier nochmal kurz erwähnt haben. Ich sage, nächster Punkt wäre in x-Richtung 0, und jetzt in y-Richtung 20. Eingabetaste drücken. So, dann habe ich eine ganz genaue spezifizierte Länge geschrieben. Mit Escape komme ich da wieder raus. Ich schaue immer ins Befehlsfenster, das man übrigens abkoppeln kann, was da so los ist. Gut, ich kann auch mir bestimmte Elemente markieren, linke Maustaste den Rahmen drumherum ziehen. Jetzt sollten die so Pünktchen haben, ne? Startpunkte, Endpunkte und Zwischenpunkte. Entfernen ist das Ding wieder weg. Gut, wir sind immer noch nicht weiter mit unserem komischen Eindexending. Der Maßstab ist im Moment noch egal. Cut-Zeichnungen sind frei skalierbar, die sind quasi unabhängig. Skalieren kann ich später noch. Skalieren gibt es hier eine extra Funktion. Später kann ich auch mal was messen, zum Beispiel mit Extras, Abfrage. Und dann den Abstand ermitteln zwischen zwei Punkten. Wie gesagt, wenn das jetzt mit dem Fangen nicht hinhaut, orthogonal aus, Raster aus, fangen so, dass ihr frei rumklicken könnt von dem Punkt bis zu dem Punkt. Sind das 71 mm und ist mir das hinterher zu klein, zu groß, dann kann ich das noch ändern. Ob das hier überhaupt Millimeter sind, Zentimeter, Dezimeter oder Kilometer, hängt davon ab, was ihr machen wollt. So, so vorbereitet sind wir. Rote Linie, dicke Linie, übers Bild drüber weg mal, Bogen, der aus drei Punkten besteht. Zack. Jetzt fragt er mich Startpunkt angeben. Ich male mir einen Punkt von da. Ein Zwischenpunkt. Ich überlege mir, ich will von hier noch einen Zwischenpunkt setzen und bis dahin. Ab da geht der Bogen schon mal wieder ein bisschen anders. Ne? Zwischenpunkt und jetzt kann ich mich frei bewegen und guck, wie weit komme ich denn. So macht es keinen Sinn, da fehlt mir die halbe Nase auf der Seite. Ich biege den Bogen so lang, bis ich eine Stelle finde, dass ich mit einem langen Linienzug möglichst weit komme. Gut, jetzt habe ich den Strich schon gemalt. Mit dem Strich kann die Maschine was anfangen, da könnte der Laser. Das Schneidegerät genau dieser Kontur nachfahren. Das Bild nehme ich natürlich ganz am Ende raus. Was ist es mit Fangen? Rechtsklick, da gibt es, wenn ich bereits einen Befehl angeklickt habe, zum Beispiel Bogen, Rechtsklick, E-Fang Überschreibungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Endpunkt immer finden will, dann kann ich das wählen. Den Endpunkt der letzten Linie zum Beispiel. Ich nehme gerne Nächste Linie. Es kann auch sein, ihr habt einen Kreis und wollt vom Kreis Mittelpunkt was machen. Dann würdet ihr Mittelpunkt nehmen. Ich sage, er ist liegender. Jetzt muss ich mein Fadenkreuz genau dahin positionieren, zoome mit Mausrollrad nach vorne drehen oder zurück. Hier sieht man dann ein kleines gelbes Kreuzchen an dem Punkt, den er gefunden hat. So, und jetzt suche ich mir wieder einen Punkt. Ich gucke schon mal so grob. Also von da bis da hinten komme ich wahrscheinlich. Da wird die Kurve vielleicht schon wieder anders. Also mache ich mal da einen Punkt hin. Guck mal, wie weit ich so komme, dass ich mich an diese Kontur anlehne. Ich merke, bis dahin passt das ganz gut. Ne? Wunderbar. Den letzten Befehl kann ich wiederholen, indem ich die Pfeiltaste nach oben drücke. Da erscheint hier der letzte Befehl. Ich drücke Enter und er fragt mich wieder nach dem Startpunkt. Ich hatte ja angegeben, immer den nächstliegenden Punkt. Suche mir dann wieder Punkte, die ganz pfiffig zusammenpassen und so weiter. Ab da wird der Bogen wieder ein bisschen krumm und ich kann mich weiter durchhangeln. Gut, ich kann auch zwischendurch ein Element anklicken und wieder ändern, indem ich einfach dann so dran rumzerre und das Ding nochmal so ein bisschen zurechtbiege. Also das ist überhaupt kein Problem. Gut. Und wieder ein Pfeil nach oben, Bogen. Ich mache wieder einen Bogen aus drei Punkte, fange den letzten Punkt, klicke einen Zwischenpunkt an und bin schon mal da daheim. Dann wieder Pfeil nach oben, wieder einen Bogen, Endpunkt fangen, Zwischenpunkt suchen,
bin ich schon mal um die Kurve. Jetzt kommt eine gerade Strecke hier auf dem Stück. Linie definiert aus zwei Punkten. Den Endpunkt fängt er sich. Dann habe ich meinetwegen irgendwo einen Zwischenpunkt. Und jetzt habe ich gemerkt, das ist hier irgendwie orthogonal eingestellt. Escape. Ich kann natürlich jederzeit rückgängig machen. Auch mit Rechtsklick erscheinen gewisse Möglichkeiten der Bearbeitung. Orthogonal schalte ich aus. Orthogonal ist senkrecht waagerecht. Hat er sich gemerkt von vorhin? Klick. Ab da soll es wieder ein Bogen werden. Ich drücke mal Escape vorsichtshalber. Bogen aus drei Punkten. Endpunkt fangen. Zwischenpunkt fangen. Und so weiter. Gut, irgendwann habe ich die komplette Kontur von dem Ding. Ne? Irgendwann habe ich den komplette Eidechse gemalt. Jetzt könnte ich mir hier aussuchen, ich will was verschieben. Ich habe ein bisschen wenig Platz, jetzt muss ich mich beeilen. So, falls ich etwas abwählen will, ich habe zu viel gefangen, nämlich das Bild auch noch, Shift-Taste drücken, klicken. Und dann kann ich das Bild abwählen, dass er nur noch das nimmt, was zu sehen ist. Und jetzt kann ich sagen, verschieben oder kopieren am besten. Ne? Ich will eine Kopie nebendran haben, schieb die mir dahin. Und mit Escape hört er damit auf. Gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.